Ja, guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich heute hier erschienen sind. Wir haben ein sehr interessantes Thema heute, peritonale Erkrankungen, sehr interdisziplinär. Einerseits ist Professor Piso aus Regensburg zu uns gekommen, der sozusagen das größte Zentrum zu diesen Erkrankungen in Deutschland leitet und dort der Wegbereiter, glaube ich, war für viele Innovationen und vielen Patienten auch sehr viel Hoffnung gegeben hat. Und aus einer doch lange als nicht therapierbar geltenden Erkrankung eine therapierbare gemacht hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Professor Sugarbaker in den USA. So haben Sie, glaube ich, hier diesen Hut auf. Und das ist ganz toll. Zudem hat sich Professor Piso in den letzten Jahren sehr intensiv in unserer Fachgesellschaft in verschiedenen Funktionen eingesetzt und in diesen Ehrenämtern auch erhebliche Fußabdrücke hinterlassen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und ist ein wahnsinniger Zeitaufwand und dafür möchte ich mich auch ganz persönlich nochmal bei Ihnen bedanken, weil uns allen das unheimlich geholfen hat, was Sie angeschoben haben, insbesondere in der ACO. Ich glaube, das ist wirklich ein Meilenstein gewesen, um uns mehr in Richtung, sage ich mal, der holländischen Art der Zusammenarbeit zu entwickeln. Das ist vorher in Deutschland so nicht gewesen und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg und da haben Sie sicherlich den größten Anteil daran und ich hoffe, dass wir das auch entsprechend weiterführen können. Deswegen bin ich einerseits inhaltlich, aber auch politisch sehr geehrt, dass Sie den Weg zu uns heute gefunden haben und freue mich sehr, dass Sie hier sind. Organisiert hat unser übliches Organisationsteam hier die Veranstaltung, insbesondere dieses Mal Herr Brandl, der den Bereich peritonale Erkrankungen in der Chirurgie leitet und auch sozusagen international da sehr sichtbar ist, insbesondere auch in der ESSO sich sehr stark engagiert. Auch das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Dort ist ein wichtiger Punkt auch die Aus- und Weiterbildung und auch die frühe Aus- und Weiterbildung. Das liegt mir auch sehr am Herzen. Insofern freue ich mich auch sehr, Brandl, dass wir das heute realisieren konnten. Und dann ist der Oliver Zivanovic ist noch nicht da, war gerade kurz da. Unser neu berufener Kollege aus der Gynäkologie, der den Lehrstuhl für Gynäkologie übernommen hat, aus dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York zu uns gekommen ist und schon in den ersten wenigen Wochen hier erheblich etwas bewirkt hat für die Therapie peritonealer gynäkologischer Erkrankungen, vor allem des Ovarialkarzinoms und mit dem wir sehr eng, insbesondere auch Herr Brandl, sehr eng zusammenarbeitet. Und unser Ziel ist natürlich insgesamt hier uns so aufzustellen, dass wir unsere Patientinnen und Patienten interdisziplinär noch besser behandeln können. Und wir haben sehr viele auch Referenten hier aus dem Haus gewinnen können und die wird Ihnen Herr Brandl noch mal einzeln vorstellen. Und nochmals vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche uns einen sehr informativen und unterhaltsamen Abend und übergebe an meinen Kollegen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte, Herr Professor Michalski, und vielen Dank auch für die Möglichkeit, das vielleicht eher exquisite Thema peritonale Erkrankungen in diesem Forum vorzustellen und auch zu diskutieren. Und es ist meine Ehre, den ersten Redner anzukündigen. Das ist Professor Peter Sinn. Er ist Sektionsleiter und Oberarzt im Pathologischen Institut hier im Universitätsklinikum Heidelberg und er spricht über pathologische Aspekte seltener peritonaler Erkrankungen. Ja, vielen Dank, Herr Brandl, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, zu diesem spannenden Thema ein paar Worte zu sagen zu können und hier ein paar wichtige Aspekte Ihnen zu demonstrieren. Ja, auf die Präsentation. Ah, super. Einleitend möchte ich Ihnen kurz einen Fall präsentieren, der einleitend möchte ich Ihnen einen Fall präsentieren, der aus meiner Sicht ganz exemplarisch steht für die malignen Mesotheliome, den wir vor einem Jahr beobachtet haben. Und die Anamnese finde ich sehr eindrucksvoll hier mit unspezifischen Symptomen, Gewichtsverlust, Müdigkeit, Gewichtsabnahme,
Krupp-Syndrom. Radiologisch ist beschrieben eine noduläre und flächige Verdickung des Omentum majus. Die Laparoskopie hat das Bild einer Peritonealkarzinose gezeigt. Auch das eine typische Präsentation, denn die Peritoneal-PE mit Schnellschnitt hat im Schnellschnitt einen pleomorphzelligen malignen Tumor ergeben. Wie vielfach, wenn wir undifferenzierte Malignome sehen, legen wir uns nicht auf die eigentliche Entität fest. In der Paraffinhistologie dieser Peritoneal-PE, dann die Diagnose eines epitheloidzelligen malignen peritonealen Mesotheliums intermediärer Dignität. Die OP wurde in Regensburg durchgeführt bei Professor Piso mit einer totalen parietalen Peritonektomie, tiefe anteriore Rektumresektion, Hemikolektomie, Omentektomie und einer anschließenden hyperthermin intraperitonealen Chemotherapie, diese sogenannte Hypec-Therapie. Postoperativ in Chemotherapie mit 5 Zyklen Cisplatin, Pemetrexed und Gewichtsverlust bei der Patientin 30 Kilogramm und die Patientin ist seitdem erscheinungsfrei. Und um Ihnen zu demonstrieren, dass es sich hier tatsächlich um eine therapierbare und wahrscheinlich heilbare Erkrankung handelt, trotz eines enormen Tumorvolumens wurde 3 Kilogramm Tumor aus dem Peritoneum resiziert, habe ich die Patientin gebeten, die frühere Mitarbeiterin von uns ist, die Frau Neureiter, hier ein paar Worte zu ihrem Befinden zu sagen und zu dem Verlauf, weil das tatsächlich ein schwerer Verlauf ist und sie das sehr gut überstanden hat und wie Sie hier als lebendes Beispiel sehen, bei hervorragendem Allgemeinzustand ist. Sehr geehrte Damen und Herren, dass ich heute als so lebensfrohe Person vor Ihnen sprechen darf, verdanke ich zum einen meinem ausgesprochenen starken Glauben an die heute fortschrittliche Medizin und deren exzellent ausgebildeten Ärzten und zum anderen Herrn Professor Piso für seine Zuversicht, mir durch eine lange und schwierige Operation ein besseres Leben geben zu können. All dies gab mir die Kraft, das Vertrauen und den Mut, in Begleitung meiner beiden Schwestern und Gottes Hilfe diese schwere Krankheit anzugehen und den langen Heilungsprozess zu beschreiten. Nun stehe ich hier ohne Bauchfell, einen um 50 cm verkürzten Dickdarm und einer überstandenen Lungenembolie, aber mit der Aussicht auf noch viele weitere lebensfrohe Jahre. Herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank, Frau Neureiter. Also tatsächlich ist der Verlauf auch für mich sehr eindrucksvoll und eigentlich unerwartet. Ja, man rechnet ja als Pathologe bei solchen im Prinzip, Sie sehen das hier auch im histologischen Bild, schlecht differenzierten Tumoren und einer großen Tumormasse mit einem ungünstigen Verlauf. Aber wenn man sich die Literatur anguckt, ist dieser Verlauf gar nicht so ungewöhnlich. Ja? Und das hat mit diesen besonderen Eigenschaften dieser peritonealen Mesotheliome zu tun und natürlich auch mit der offenbar exzellenten Therapie. Die Differentialdiagnose gegenüber der Peritonealkarzinose gelingt ohne Schwierigkeiten mit Immunhistologie, wenn man daran denkt. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Man muss diese Erkrankungen kennen, auch als Pathologe, und die richtigen Schritte einleiten. Sie sehen hier die charakteristische Immunhistologie mit fehlendem BRP4-Nachweis. Das ist in dieser Fall hier von gerade präsentiert. Zytokeratin ist positiv, insbesondere auch die basalen Zytokeratine CK5-6. Und Podoplanin, ein wichtiger Marker für die Mesotheliome, ist hier stark exprimiert. Die Proliferationsrate ist hier gar nicht so hoch, Ki67 im niedrigen Bereich und wie die Mesotheliome im Allgemeinen hier WT1 positiv. Das Besondere an den malignen Mesotheliomen und an den Mesotheliomen im Allgemeinen ist, dass es sich hier um ein Spektrum von Erkrankungen handelt, welches eine große Bandbreite von sehr hochmalignen Tumoren
bis zu benignen Tumoren aufweist, die man heutzutage auch gar nicht mehr als Mesothelium bezeichnet, hier insbesondere dieser papilläre mesotheliale Tumor. Und man muss diese Erkrankungen kennen, um diese richtig einzuordnen, und die weisen gemeinsame Eigenschaften auf. Man kann auch hier, man muss das sorgfältig untersuchen, und die Ähnlichkeit wollte ich hier nur mit diesem kleinen Bildchen hier demonstrieren, mit diesen Westernhelden. Das sind Erkrankungen, die viele gemeinsame Eigenschaften haben, aber sich in ihrem Verlauf und in ihrer Dignität doch sehr stark unterscheiden. Die häufigste und charakteristischste Form, auch hier in dem vorgestellten Fall, ist das diffuse maligne peritoneale Mesothelium oder DMPM, diffuse malignant peritoneale Mesothelioma. Das ist eigentlich die archetypische Form des malignen peritonealen Mesotheliums mit einer sehr geringen Inzidenz von 0,5 bis 3 auf 1 Million und einer unklaren, wahrscheinlich nicht sehr häufigen Assoziation mit Asbest. Die histologische Klassifikation unterscheidet hier verschiedene Formen, die sich nach der histologischen Differenzierung richten und tatsächlich auch eine prognostische Bedeutung haben. Die häufigste Form, auch hier in dem vorgestellten Fall, ist das maligne epitheloide Mesothelium. Da gibt es Varianten, pleomorphzellige und so weiter, die ich jetzt nicht eingehen möchte. Und unter den diffusen malignen Mesotheliomen haben die Sarkomatoiden und die biphasischen eine besonders ungünstige Prognose, sind allerdings auch besonders selten. Günstige Prognosefaktoren stellen der epitheloide Subtyp dar, der negative Nodalstatus, geringes Ki67 und die Prodroplanin-Positivität, die wir auch hier in diesem Fall beobachtet haben. Interessant ist, dass die weiblichen Patienten hier statistisch, so eine neuere Publikation, eine signifikant bessere Überlebensrate aufweisen, möglicherweise auch eine unterschiedliche Äthiologie. Das ist aber alles nicht sicher bei geringen Fallzahlen. Und in dem unteren Überlebensratenbild sehen Sie die Gesamtüberlebensrate bei den verschiedenen Subtypen mit einer besonders ungünstigen Prognose bei den Sarkomatoiden und einer besonders günstigen Prognose bei den tubulopapillären malignen Mesotheliomen und im Mittelfeld hier die häufigste Form der epitheloiden Mesotheliome. Hier nur ganz kurz ein histologischer Eindruck dieser verschiedenen Differenzierungsmuster. Das epitheloide Mesothelium, hier eine adenomatoide Variante mit einer eher günstigen Prognose, und hier auch ein epitheloides Mesothelium mit einer dezidoiden Variante. Diese gelten als besonders ungünstig. Hier ein makroskopischer Aspekt von dieser diffusen tumorösen Durchsetzung des Peritoneum. In den letzten Jahren sind zahlreiche, oder nicht zahlreiche, mehrere Arbeiten erschienen zu somatischen molekularen Veränderungen beim DMPM, die durchaus relevant sind, einerseits für die Diagnosestellung, andererseits aber auch für die prognostische Abschätzung. Sie sehen hier dargestellt bei allerdings sehr geringer Fallzahl, das sind 9 Fälle, hier charakteristische Genveränderungen, Translokationen beim malignen peritonealen Mesothelium. Und in den letzten Jahren ist insbesondere die Bedeutung der ALK-Translokation, die allerdings seltener ist als die für das peritoneale Mesothelium charakteristische BAP1-Mutation, in mehreren Publikationen herausgestellt worden. Sie sehen hier den Nachweis der ALK-Translokation im Fisch und auch hier über Fischanalysen den Nachweis anderer charakteristischer chromosomaler Aberrationen, wie hier das CDKN2A-Gen oder das NF2-Gen betreffend. Sie sehen, dass bei einem Verlust auf Chromosom 19
P hier eine deutlich schlechtere Prognose resultiert. Und zwar handelt es sich hier um diese Veränderung mit NCDKN2A, ebenso bei 22Q, das ist der Locus für das NF2-Gen. Eine sehr interessante Kasuistik wurde auch vor wenigen Jahren publiziert mit der Assoziation des therapeutischen Ansprechens bei ALK-Mutationen, dramatisches Ansprechen bei Zeritinib-Therapie. Mit anderen Worten, bei einem rezidivierten oder inkurablen Tumorgeschehen, also sicherlich nicht in der Primärsituation, wird man solche molekularen Testungen veranlassen müssen oder sollen, um hier diese charakteristischen und therapeutisch relevanten Genveränderungen nachweisen zu können. Interessant ist auch, dass diese genomischen Veränderungen durchaus auch in der Keimbahn beobachtet werden. Und zwar betrifft das einerseits die häufigste Mutation beim Mesothelium BAP1, sowohl beim peritonealen als auch beim pleuralen Mesothelium, in einem Prozentsatz von etwas 10 oder bis 15 oder auch bis 20% in der Literatur. Und weitere seltenere Keimbahnmutationen, die hier diese Gene betreffen, WT1, CDKN2A, also die Gene, die wir auch somatisch sehen, können auch in der Keimbahn als Keimbahnmutation auftreten. Sehr interessant finde ich auch, dass aufgrund dieser Keimbahnveränderungen hier empfohlen wird in einem Educational Paper von ASCO von diesem Jahr, dass man hier eine humangenetische Beratung der Patientin anheimstellen sollte, weil diese Keimbahnmutationen tatsächlich gar nicht selten sind. Interessant ist auch, dass das Gesamtüberleben, und da gibt es mehrere Publikationen bei diffusen malignen peritonealen Mesothelium nach reduktiver Therapie, also nach der Standardtherapie heutzutage, deutlich besser ist, hier mit der Keimbahnmutation die obere Kurve, als bei den nicht familiären Tumoren. Was die Prognosefaktoren betrifft, sind einerseits diese immunhistologischen bzw. molekularen Veränderungen wichtig, andererseits auch klassische pathologische Kriterien wie Grading. Es gibt mehrere Vorschläge für das Grading beim malignen peritonealen Mesothelium. Hier eine Arbeit auch aus den letzten Jahren, die zeigt, dass man aufgrund des Kerngradings, und da geht es hier darum, hier doch sehr gut differenzieren kann zwischen prognostisch eher günstigen Tumoren hier oben, Low-Grade, gegenüber den hochmalignen, malignen peritonealen Mesotheliomen. Was das Staging betrifft, gibt es weder bei der FIGO noch bei TNM hier Regeln, wahrscheinlich auch aufgrund der Seltenheit und aufgrund der Schwierigkeit hier die klassischen Parameter des Staging anzulegen. Dieser peritoneale Cancer-Index, der schon in den 90er Jahren publiziert wurde, schafft hier einen Ausweg. Der ist anwendbar auch auf die peritonealen Mesotheliome und beschreibt die Tumorlast. Also ein Scoring-System hier, je nachdem, was betroffen ist und die Größe der Läsion. Und man kann zeigen, es wurde gezeigt hier zum Beispiel in dieser Arbeit aus 2020, dass in Abhängigkeit von der Tumorlast hier doch deutliche Unterschiede der Prognose bestehen. Kommen wir zu den lokalisierten oder solitären peritonealen Mesotheliomen. Das sind eine seltene Gruppe von Mesotheliomen, die sich
in der Regel nicht aggressiv verhalten. Maligne Formen sind sehr selten. Hier ein Beispiel eines malignen biphasisch differenzierten Mesotheliums, hier in der Bauchwand gelegen, vom Zwerchfell ausgehend. Hier ein Schnitt aus diesem Befund. Das sind Dinge, die äußerst ungewöhnlich sind. Ich erinnere mich nicht an so einen Fall. Wären diese benignen, solitären oder lokalisierten Mesotheliome durchaus immer wieder auftreten, und zwar entweder als zystische Mesotheliome, als papilläre oder solide gebaute Adenomatoid-Tumoren. Die sogenannten multizystischen benignen Mesotheliome, die lokalisiert sind, wir hatten erst vor ein paar Tagen so einen Fall, sind im Prinzip sehr dünnwandige und multizystische Veränderungen, die von Mesothel begrenzt werden, aber laut Literatur tatsächlich eine hohe Neigung zur Rezidivbildung haben, aber keinen bösartigen Verlauf oder selten. Hier ein Beispiel, das ist schon ein paar Jahre zurückliegt. Sie sehen hier diese dünnwandigen Zysten, mesotheliale Zysten, die als benignes multizystisches Mesothelium klassifiziert werden oder in der Literatur auch einfach als peritoneale Zysten. Davon abzugrenzen sind zystische Tumoren des Peritoneums, die diffus sind. Das ist sehr selten. Ich erinnere mich nicht an so einen Fall. Hier eine diffuse Durchsetzung des Bauchfells. Hier makroskopische Bilder durch diese diffusen intraabdominellen zystischen Tumoren, die dann auch bei diffusem Befall einen aggressiven Verlauf zeigen. Differentialdiagnostisch wichtig die übliche, die wir häufig sehen, eine peritoneale Einschlusszyste, die auch im größeren Ausmaß annehmen kann. Und auch, das ist allerdings selten, die zystische Endosalpingose. Der gut differenzierte papilläre mesotheliale Tumor, das ist hier bewusst nicht als Mesotheliom klassifiziert, um keine Verwechslung mit malignen mesothelialen Tumoren hervorzurufen, tritt in der Regel im kleinen Becken auf, zeigt kein invasives Wachstum und ist eine lokalisierte Erkrankung. Wichtig ist hier die Differentialdiagnose gegenüber serösen Adenokarzinomen und serösen Borderline-Tumoren, die vom Müllerschen System ausgehend vom weiblichen inneren Genitaltrakt. Sie sehen hier so einen Fall. Das Blaue ist tatsächlich das Ovar mit dieser Zyste und aufgelagert, so kappenartig, aber nicht infiltrativ. Hier diese breiten Tumorzellhaufen, die sich hier so papillär über das Ovar stülpen. Wenn man diese Erkrankung nicht kennt, kann man hier das leicht verwechseln oder verhalten für ein Borderline-Tumor, ist aber wesentlich umfangreicher und hat hier diese großen Tumormassen, und bei höherer Vergrößerung ist das eindeutig hier mesothelialen Ursprungs, auch mit den klassischen mesothelialen Markern, aber wichtig, eine erhaltene Expression, also keine Mutation, die für die malignen Mesotheliome typisch ist von BAP1. Makroskopisch hier zwei Bilder aus der Literatur zum gut differenzierten papillären Mesotheliom, heißt das hier noch, mit diesen rasenartigen papillären Verbänden und hier kleinere papilläre und größere Strukturen, die hier aufgelagert sind auf dem Peritoneum, aber nicht infiltrativ. Der benigne Adenomatoid-Tumor des Peritoneums findet sich häufig in der Uterus-Serosa oder ausgehend von der Uterus-Serosa übergreifend auf die äußere Hälfte des Myometrium. Die Prädilektionsstelle ist also der Uterus, aber auch die Tuben. Selten andere peritoneale Lokalisationen oder auch extraabdominelle Lokalisationen. Für den Adenomatoid-Tumor, auch im Hoden von der Tunica-Testis ausgehend, kommen diese Tumoren vor. Wichtig ist hier, das zu differenzieren gegenüber den
diffusen peritonealen Mesotheliomen, was schwierig sein kann, wenn man nur eine kleine PE hat. Auch hier eine erhaltene Expression von BAP1 und keine charakteristischen somatischen Mutationen, ein absolut benigner Tumor, der allerdings auch eine gewisse Größe durchaus erreichen kann. Wichtig ist auch die Kenntnis des peritonealen Mesotheliums in situ. Es gibt also Vorläuferläsionen, die eine ähnliche Morphologie haben wie die ausgedehnten diffusen Mesotheliome, aber lokalisiert sind, nicht invasiv und immunhistologisch und molekular die gleichen Veränderungen wie beim diffusen peritonealen Mesotheliom aufweisen. Vorläuferläsionen, präinvasive Läsionen, die hier so kleine und kleinste Stippchen machen. Hier ist beschrieben, Sie können das wahrscheinlich auch in der Projektion nicht sehen, das sind so kleine weißliche Auflagerungen hier auf dem Peritoneum, wobei hier tatsächlich aufgrund der Seltenheit dieser Läsion das Progressionsrisiko und die klinische Signifikanz dieser Veränderungen unklar ist. Diese Färbung ist tatsächlich BAP1. Sie sehen hier einen Ausfall der Expression von BAP1. Nur hier aufgelistet Differentialdiagnosen, die sich für uns immer stellen, wenn wir solche mesothelialen Veränderungen sehen, die reaktive Hyperplasie abzugrenzen gegenüber dem lokalisierten malignen Mesotheliom und dem Mesothelioma in situ, das epitheliale Mesotheliom, die klassische Differentialdiagnose ist das Karzinom, der papilläre mesotheliale Tumor gegenüber Metastasen Mesotheliom in situ, das benigne multizystische Mesotheliom gegenüber diffusen, sehr seltenen zystischen Mesotheliomen und das desmoplastische sarkomatoide Mesotheliom kann aufgrund in dieser Desmoplasie Ähnlichkeiten aufweisen und der geringen Proliferation mit der fibrosierenden Peritonitis. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Sinn, für den umfassenden Vortrag und Ritt durch die Pathologie. Wegen der Zeit würde ich nur eine Frage zulassen. Gibt es Fragen zu Herrn Professor Sinn? Falls es die nicht, oder Martin? Vielleicht eine kurze. Wir haben ja oft nur ziemlich wenig Material. Wir haben eine kleine PE, CT gestört oder wie auch immer. Wie sicher können wir da sein, gerade auch bei den benignen Befunden? Ja, natürlich. Zwei Schritte. Der erste Schritt ist, dass man überhaupt die mesotheliale Differenzierung durch Immunhistologie bestätigt. Der zweite Schritt ist, molekular kann man differenzieren, ist das eine Neoplasie, eine Hyperplasie und in welche morphologische Kategorie kommt das? Wir können natürlich nicht sagen, ob das ein diffuses Mesotheliom ist oder ein lokalisiertes, ohne Kenntnisse der Morphologie, aber die Differenzierung benigne, maligne oder auch in situ lässt sich da ohne weiteres durchführen.